Lieben, mein Name ist Luisa Dellert, ich bin Influencerin und beschäftige mich viel mit Politik. Und genau deshalb ist es mir ein sehr großes Anliegen, junge Menschen zum Wählen zu motivieren. Am 26. September sind Bundestagswahlen. Kleiner Funfact: Das Durchschnittsalter des aktuellen 19. Deutschen Bundestages liegt bei 49,4 Jahren. Und nur 12 von 709 Abgeordneten waren zu Beginn der Legislaturperiode unter 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei dieser Zahl habe ich nicht das Gefühl, dass besonders viele junge PolitikerInnen im Bundestag vertreten sind. Und genau deshalb treffe ich mich jetzt mit drei hochmotivierten, sympathischen und jungen NachwuchspolitikerInnen, die alle das Ziel haben, für den 20. Deutschen Bundestag zu kandidieren. Mit Kevin Kühnert von der SPD, Jakob Blasel von den Grünen und Nadine Zaia von der FDP möchte ich über Politik und die junge Generation sprechen. Ich freue mich drauf und mache mich mal auf den Weg. Hi Kevin. Hallo Luisa. Freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ich bin 31 Jahre alt und kandidiere für die SPD in Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Ich bin mit 15 in die SPD rein, weil ich vor Ort gemerkt habe, das sind die, die mich unterstützt haben, die Rechte von Kindern und Jugendlichen mit durchzusetzen. Hi. Hi. Du bist Nadine, richtig? Genau. Ich bin Lou. Ich bin 22 Jahre alt, ich trete für die Freien Demokraten im Wahlkreis 47, also Hannover Land 2 an. Wenn man sich den Querschnitt des Bundestages anguckt, da war mir einfach klar, es fehlt eine gesamte Generation und ja, ich wäre gerne die Stimme dieser Generation. Was glaubst du, woran das liegt, dass im Bundestag eben viel weniger junge PolitikerInnen stattfinden? Daran, dass die Leute, die schon lange dabei sind, sich etabliert haben. Das sind die Leute, die die guten Redezeiten bekommen und die interessanten Themen. Hi Jakob! Hallo Luisa! Ich bin 20 Jahre alt und ich trete für Bündnis 90 Die Grünen an. Hat dich Fridays for Future politisiert? Nee, das ist einer der Gründe, warum ich irgendwie bei Fridays for Future angefangen habe, Dinge zu machen, weil ich irgendwie selber eine krasse Angst davor verspürt habe, wie irgendwie unsere Zukunft aussehen könnte. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann kriege ich oft die Antwort, ja, Politik interessiert mich nicht. Gerade wenn man anfängt in der Schule, ist ja schon allein die Wahl eines Klassensprechers oder einer Klassensprecherin Politik. Eine Schülervertretung ist Politik. Wir hatten in der Schule ein Problem mit zu spät kommen und der Schulleiter hat entschieden, um 8 Uhr wird die Tür abgeschlossen. Und ich habe mich als Schülervertreter dagegen engagiert und gesagt, was für ein Schwachsinn. Es hat ein paar Wochen gedauert und am Ende hatte ich mich durchgesetzt. Das war der erste politische Erfolg. Woran liegt es denn, dass einfach eine junge Generation von PolitikerInnen fast gar nicht stattfindet, jetzt aktuell im Bundestag? In vielen Parteien ist es immer noch so, dass der Weg hin in ein Parlament lang und steinig ist. Dass erwartet wird, dass man erst mal 30 Jahre mitarbeitet und sich bewährt, bis man dann mal oben ankommt. So ganz langsam erst bricht das auf. Hast du so ein paar Herzensthemen? Die Bildungspolitik, die Sozialpolitik, aber auch die Gleichstellung von Männern und Frauen. Warum ist gerade jetzt die Zeit, in der viele junge Menschen ihre Stimme erheben? Aufs Klima bezogen lässt sich das, glaube ich, ziemlich einfach erklären. Wenn wir jetzt in der nächsten Legislaturperiode nicht massiv Fortschritte machen in der Klimapolitik, dann sind wir an Point of No Return. Welche Themen in der jungen Generation fallen denn deiner Meinung nach gerade runter? Sicherheit für junge Menschen. Jeder Zweite macht einen Berufseinstieg mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Und viele Junge finden das normal, aber das ist nicht normal, das war mal anders. Was glaubst du denn, können ältere PolitikerInnen von euch lernen? Ich glaube, dass viele Leute, die schon länger in der Politik sind, viele Frustrationsmomente erlebt haben, die sie davon abhalten, Dinge einfach nochmal neu zu probieren und nochmal neu anzusetzen. Du bist ja jetzt eine junge Nachwuchspolitikerin, wie motivieren wir denn noch andere junge Menschen? Ja, ich glaube, der erste Anlauf ist, die Partei noch einfach attraktiver zu machen. Als ich das erste Mal zu einem Parteitreffen gekommen bin, saßen wir in einer Kneipe und ich saß mit 5 älteren Männern zusammen. Ich glaube, hätte ich nicht total Interesse am Thema gehabt, wäre ich nie wiedergekommen. Warum bist du denn jetzt der richtige Politiker für den Bundestag? Ich glaube, dass ich einen Hintergrund habe, bei dem ich
Alltagsprobleme noch sehr gut kenne. Ich wohne zur Miete, ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich komme nicht aus irgendeiner Rich-Kid-Familie. Gibt es für dich noch Lebensrealitäten der jungen Generation, die momentan zu wenig Beachtung in der Politik bekommen? Ich finde es zum Beispiel super krass, dass Leute immer noch eine total krasse Ausbildungsungleichheit haben und eine Chancenungleichheit, wenn sie ins Leben starten, gerade junge Leute. Gab es in der Vergangenheit Themen, bei denen du festgestellt hast, okay, die sind überhaupt nicht vertreten? Wählen ab 16. Also ich glaube, das bewegt so viele junge Menschen und das wäre so ein kleiner Hebel, mit dem man eine riesige Masse an Menschen dazu bewegen könnte, an die Wahlurne zu gehen. Kann ich klatschen? Ja. Ich fand die Gespräche mit den dreien super interessant und habe das Gefühl, da tut sich momentan richtig viel in der Politik. Und dazu können auch wir beitragen. Am 26. September sind Bundestagswahlen und wir müssen wählen gehen. Und zwar demokratisch. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu den Wahlen oder anderen politischen Themen haben wollt, dann schaut doch mal bei der Friedrich-Ebert-Stiftung vorbei. Da bekommt ihr unter anderem coole Workshop-Angebote. Checkt mal diesen Link hier. Super, voll gut.